Also wir Kinder sind hier alle aufgewachsen, ja, in diesem Bereich. Mein Vater kam 1926 nach Glatt und hat geheiratet und hat sich dann dieses Haus da gekauft. Und hat dann so einen kleinen Anbau gemacht, weil damals gab es natürlich kein Bad und keine Waschküche. Und das war damals schon sehr modern. Wir hatten wenigstens eine Badewanne, aus Zink allerdings. Und wir bekamen da dann das Bad am Samstagabend. Ja. Und so sind wir halt eben hier aufgewachsen. Ja. Mein Vater hat sich dann sehr früh dieses Atelier gebaut, in zwei Etappen. Zuerst den Ostteil und dann den Westteil. Denn er wollte absolut alles an Ort und Stelle haben. Er kam ja aus Stuttgart. Und er wollte alles hier vor Ort haben. Druckpressen, die Räumlichkeiten für Bilder malen, auch für Wandbilder. Und dazu braucht er ein großes Atelier. Und so ist das im Laufe der Zeit entstanden. Und das Grundstück wurde so im Laufe der Jahrzehnte zusammen gekauft. Es waren landwirtschaftlich nicht nutzbare Flächen. Infolgedessen konnte er sie verhältnismäßig günstig erwerben. Heute wäre das nicht mehr möglich. Heute kann man hier bauen und damals war das gar nicht denkbar. Neubauten gab es damals nicht. Ja. Ja, Sie waren wahrscheinlich auch das einzige Haus hier. Hier war das einzige Haus und auch davor war nichts. Wir konnten also die Fische im Bach beobachten. Ja, ich wohnte in dem Zimmerchen oben drin da und mit dem Feldstecher konnte ich die Fische im Bach betrachten. Ja. Und hinten war auch nichts. Ja. Abends sahen wir die Rehe, wenn sie aus dem Wald kamen. Also es war wirklich idyllisch. Ja. Und Ihr Vater hat dann hier gearbeitet im Atelier? Er hat dann hauptsächlich im Atelier gearbeitet. Aha. Und da sind auch Gemälde entstanden? Da oder? Sind die wichtigen Gemälde entstanden, ja. Er hat einige Gemälde aus der Akademiezeit noch zurückgebracht, aber das Hauptwerk ist hier entstanden. Und dann, wie gesagt, das ganze grafische Werk, oder fast das ganze grafische Werk. Ziemlich ernüchtert. Und das muss für die Generation schon heftig gewesen sein. Das kleine Köpfchen, das ist der älteste Bruder. Der ist zu Ende 80. Und den ganz links, den hat mein Vater gemacht, aber die anderen sind von anderen Künstlern. Und ich finde, das gibt dem Raum so ein bisschen Atmosphäre. Das stimmt. Wir wollen den Werkstattcharakter erhalten und gleichzeitig soll es eben eine Ausstellung sein. Und das ist also ein Kompromiss, der uns interessant erscheint. Und da hinten sind noch Fotos. Mein Vater hat sehr viel fotografiert. Wir haben da noch, ich weiß nicht wie viele, hunderte von Glasplatten. Und wir können das ja jetzt gar nicht ausbreiten. Mein Vater hat sich ja dann auch ziemlich zurückgezogen wegen dem Dritten Reich dann eben, weil er da wirklich unauffällig sein wollte. Der hat abgelehnt, gell? Die hatten ihn aufgefordert, ob er unterrichten will in Stuttgart, dann hätte er in die Partei eintreten müssen. War ja klug. Mit welchen Künstlern aus Stuttgart zum Beispiel war Ihr Vater denn dann so befreundet oder hatte mit denen zu tun?
Mit welchen Künstlern aus der Region Stuttgart? Ja, Heinrich von Kralik, der später nach Bayern ist. Und Beuerle. Der war dann auch oft hier bei uns und war ein ganz angenehmer Typ, so unheimlich verträumt. Und dann war öfters noch da nachher Hermann Werner, der aber in die Schweiz abgetaucht war. Und 1939, da waren dann ein paar von den Freunden bei dem Werner. Und dann hat er gesagt, er bleibt bei mir. Ihr wisst nicht, was nachher kommt. Aber dann hat Vater gesagt, wir haben alle Familie, wir müssen wieder heim nach Deutschland. Und mein Vater hat dann hier gemalt und hat immer Kriegslieder vor sich hingesungen. Und ich habe hier unten gesessen und gemalt. Und wie ich dann in die Schule kam, dann hat der Lehrer gesagt, ich soll was vorsingen. Und dann habe ich irgendwas vorgesungen mit der Straßburg auf der Schanz, da fiel mein Trauer an. Und dann war der ganz entsetzt, ja, ob ich nichts anderes könnte. Dann habe ich gesagt, doch, ich kann auch noch, oh Straßburg, du wunderschöne Stadt. Und ich kann auch noch, ich hatte einen Kameraden. Also von wegen Kinderlieder. Ja, dann genau die klassischen. Ja. Das ist hier noch die Originalpalette von Ihrem Vater? Ja. Und die auch da hinten. Das war die hauptsächliche.